Ja, einen ganz wichtigen Job bei der Gärung macht die Hefe. Hier sieht man jetzt gerade mal, was für eine Hefe wir verwenden. Das handelt sich hier um ein Granulat, sogenannte Trockenhefe. Man sieht, die rieselt, die ist ganz trocken. Hat für uns einen riesengroßen Vorteil. Trockenhefe, immer gleichbleibende Qualität und auch sehr gut aufzubewahren in 10 Kilo Bags, die in der Stickstoffatmosphäre quasi abgepackt sind, luftdicht. Und somit hat man hier eine schöne Bevorratung und immer tolle gleichbleibende Qualität. In Schottland wird auch öfters eine Flüssighefe gegeben, die kommt teilweise mit Tankern. Aber diese Infrastruktur gibt es in Deutschland gar nicht, dass man Flüssighefe für den Whisky-Bereich einsetzen kann. Nein, wir haben hier eine spezielle Whisky-Hefe. Das ist eine obergärige Hefe, wie alle Hefen von der Gattung Saccharomyces cerevisiae. Dieser Strang ist speziell für Whisky gezüchtet. Das ist der Strang M1, ein traditioneller Hefestrang aus Schottland. Und der kann eben innerhalb von kürzester Zeit, das heißt teilweise unter 40 Stunden bis normalerweise bei uns mindestens 65 Stunden, auf 8% Alkohol vergären. Also in einer sehr schnellen Zeit einen sehr hohen Alkohol produzieren. Und viele normale Bierhefen könnten das gar nicht, die sind gar nicht so alkoholtolerant. Also die Alkoholtoleranz spielt hier eine ganz große Rolle. Und daher gibt es eben extra Stämme, die das können. Es gibt verschiedenste Hefen, die man einsetzen kann für Spirituosen. Wir haben auch hier einige Hefen getestet, einfach weil wir interessiert waren, weil wir das rausfinden wollen. Wie zum Beispiel eine Wodka-Hefe, eine Bourbon-Hefe, eine Grain-Hefe. Nichts hat uns so überzeugt, wie letztendlich, es ist eigentlich wenig Überraschung, die M1, die Whisky-Hefe, die es eben schon lange in Schottland gibt, die macht das schönste Aroma, die schönste Frucht. All das, was wir dann später in unserem New Make finden wollen, das haben wir eben hier gefunden. Hefe an sich ist was, womit man schon spielen kann, aber unser Ansatz ist eigentlich, eine Hefe zu verwenden und mit dieser einen Hefe zu fahren und lieber mit Fässern und mit Malzsorten zu spielen. Warum ist das so? Die Hefe hat einen sehr, sehr starken Einfluss auf den Brennereicharakter. Das heißt, der Charakter des Destillates und den Grundcharakter, den man dann in allen Whiskys letztendlich findet und auch unabhängig von der Fassart, die man es belegt. Und die Wiedererkennung von so einem Brennereicharakter ist eine wichtige Sache, wie wir finden. Und deswegen würde man mit der Hefe weniger experimentieren. Das ist unser Ansatz, damit man uns wiedererkennen kann. Man kann durchaus auch neben Hefen andere Mikroorganismen einsetzen, wie zum Beispiel Milchsäurebakterien. Es gibt Brettanomyces-Stämme, die man einsetzen kann, auch in Kombination mit Hefe, die dann nochmal ganz andere Aromen produzieren. Das ist bei uns bisher noch kein Ansatz. Auch da werden wir vielleicht den einen oder anderen Versuch immer wieder mal fahren. Das ist eher was für Experimentierfreudige und für den Standardprozess sind wir einfach sehr zufrieden mit unserer Trockenhefe, die wir hier fahren. Ja. Die verrichtet dann eben innerhalb kürzester Zeit bei Temperaturen zwischen 30, 31, 32 Grad im Optimum wunderbar ihren Dienst und bildet diese wunderschönen Aromen, die man später in unseren Whiskys wiederfindet.